Servus Leute und seid herzlich willkommen zur 5. Folge des Volta Story Moves. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir schon mit diesem Turnier in Amsterdam begonnen, haben die ersten 3 Spiele gewonnen und ja, wir müssen 6 Spiele gewinnen, um den Rekord im Boiler zu knacken. Jetzt fehlen uns nur noch 3 Spiele dazu und ja, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, schaut sie euch gerne nochmal an und lasst gerne ein Like und ein Abo auf diese Folge heute da. Und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter mit der Runde 4. Wir spielen wieder gegen Chaiten. Jetzt vielleicht Zit aus der Entfernung. Was macht denn der Keeper von denen da? Jetzt Spiel ab. Let's go. 2-0. Jetzt sind wir frei vom Tor. Laufen natürlich ins Tor. 3-0 durch Lucky Perny. Und 3-1 Anschlusstreffer. Jetzt unten, macht den rein. 4-1. Und jetzt sind wir frei vom Tor wieder. Let's go. 5-1. Und damit gewinnen wir. So, wir erreichen auch die 68er Gesamtstärke. Ja, und dann geht's weiter in der Runde 5 gegen Team Wahl. Jetzt unten. 1-0. Jetzt ist er frei, aber legt sich den Ball zu weit vor. Was machst du? Komm schon, Lucky Perny, let's go. 2-0, Doppelpack. Jetzt Lucky Perny wieder vom Tor. Dreierpack, Hattrick. Komm schon, let's go. Jetzt lauf einfach ins Tor. 4-0. Jetzt die Vorlage von uns und er macht das 5-0. Let's go, wir gewinnen wieder. Wow, das sind dann 5. Echt? Nicht schlecht. Ich bin fertig, Mann. 5 Siege. Neuer Rekord. Wir sind die Kings of the Court. Nein, 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 nein. 5 Siege heißt Gleichstand. Was, mit wem denn? Wer groß sein will, muss groß aufspielen. Ist das so? Und du bist der größte Köter hier, oder? Wurf. Okay, T. Wie wär's mit einem Spielchen? Sag an. Siegen wir, kommst du zurück ins Team. Siegst du, ziehen wir ab. Ihr habt keine Chance. Wollt ihr noch Nummern austauschen? Noch eine Runde. Noch eine Runde! Kommt, das schaffen wir! Jetzt spiel ihn da und schieb ein. Let's go, 1-0. So, jetzt sind wir wieder frei vom Tor und laufen ins Tor. 2-0. Wir sind wieder frei vom Tor eigentlich und machen das Tor auch. 3-0. Jetzt leg ab und schieß das Tor. 4-0. Jetzt ist er wieder frei vom Tor, bleibt stehen und macht das 5-0. Wir sind der neue Rekordhalter. 6 Siege in Folge in Amsterdam. Stille ist gut, oder? Keine Ahnung, was hier los ist. Ja, ja, genau so muss das sein. Wir sind Kings of the Court. Aber warte, warte, warte. Wo ist bitte meine Krone? Gehört dir noch nicht. Du sagtest, du wärst der King. Ganz sicher nicht. Würde ich niemals sagen. Denn hier gibt's eine Queen. Genau so muss das sein. Du erinnerst mich an Ed. Ah, nein. Nein, da fehlt noch einiges. Die Crew hat was drauf. Das hat Jay gut gemacht. Willst du noch eine Lektion? Zu mir. Bereit? Komm schon! So, okay. Also Big T war doch nicht der Rekordhalter anscheinend, sondern diese eine Rocky. Mal schauen, ob wir die dann auch für unser Team verpflichten können. Aber ich denke mal nicht, weil diesen Katamura oder wie der hieß, haben wir dann auch nicht verpflichten können. Jetzt komm, schieß einfach mal 1-0. Oh nein, jetzt mal die Gegner, was macht Zit? Oh nein, wir liegen zurück, 2-1. Nein, 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 3-1. Und jetzt macht das Ding, komm. Jetzt komm, wir sind frei vom Tor zu zweiter. Jetzt schieb ein, 3-3. Ja, der ist drin. 4-3, Eigentor war das, glaube ich. Jetzt sind wir frei vom Tor und machen das 5-3 und gewinnen. Oh! Yeah!
Ja! Ja! Geht's dir gut? Oh, ja, ja, ja. Hey, Sid! Sid, komm her! Hätte nicht gedacht, dass ich heute verlieren würde. Kann ich ein Foto machen? Oh. Ja. Klar doch. Sag Jay, Rocky findet das gut. So, also wir sind jetzt hier das Team mit den meisten Siegen in Folge in Holland oder in Amsterdam besser gesagt. Und jetzt sehe ich hier, wir können hier den Schwierigkeitsgrad einstellen. Okay, ich denke, wir steigen schon mal zu Profi auf und ja, schauen dann einfach mal, was jetzt so passieren wird. Yo, Ref. Deswegen rufe ich nicht an, aber... Gut, hä? Okay, weißt du, wen ich gefunden habe? Bobby. Sie spielt in der Heimat des Straßenfußballs. Und da schickt Jay Tendich hin. Nach Rio. Wenn du und Sid zur Abwechslung mal eure Handys weglegt, werdet ihr sie finden. Okay, wie auch immer, ich muss zur Reha, aber, gute Leistung im Boiler. Einfach war das nicht, aber im Fußball geht es halt um noch mehr. Da geht es um Ambition, Einsatz und Respekt. Hört zu. Brasilien ist die Seele des Fußballs. Dort werden neue Legenden gemacht. So, also wir können jetzt hier nach Rio reisen. Das machen wir auch. Wie sieht's aus, Sid? Ja, das sieht richtig aus. Echt jetzt? Das ist das vierte Mal heute, Sid. Wir haben es gefunden. Bobby! Seid ihr beide zufällig hier? Oh, rein zufällig. Okay, cool. Wir sehen uns. Aber eigentlich auch nicht. Wie geht's euch? Ah! Was macht ihr denn hier? Wir wollten zu dir. Tja, und da bin ich. Hey, trainierst du die Bobby? Ah nein, das ist nicht so glorreich. Ich darf bloß mitspielen. Training wäre nach dem Flug doch hilfreich. Du willst trainieren? Mit den Kids da? Die machen dich platt. Du meinst wohl, ich mach die platt. Denk immer dran, wo du gerade bist. Okay, jetzt können wir hier gegen die kleinen Kinder aus Brasilien spielen. Ich denke mal, wir sind in Rio. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir auch gegen etwas kleinere Gegner gewinnen können. Also ich muss schon sagen, sowas ist schon cool hier, so ein Platz. Es ist auch deutlich größer als in Holland und so. Oh nein, okay. Und jetzt sind wir durch. Mach den rein, 1-1, let's go. Jetzt lauf ins Tor rein. 2-1, nur noch ein Tor. Ich spiele einfach mal weiter auf uns und wir schießen. Let's go, 3-1. So, und jetzt klicken wir auf Weiter, mal schauen, was jetzt passiert. Hey. Das sind keine Kids. Sie sehen so aus. Nein, 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 nein. Das sind... Profisportler in kleinen Körpern. Hey, Bobby. Was ist mit den Erwachsenen? Die gucken gerade alle Vinicius im Fernsehen. Oh, ja. Den kenne ich. Warte, Profifußballer? Was gucken die denn? Wird da ein Training übertragen oder so? Buenos Aires Straßenfußball-WM. So ein Promo-Event.
Mit anderen Straßenspielern. Izzy Hitman, Legenden der Straße oder so. Gehen wir auch hin? Geh ruhig. Ich bleib lieber hier und spiele. Nee. Wir sehen lieber dich spielen, Bobby. Nicht die. Aber wenn wir fertig sind, gehen wir hin, oder? Wir verbessern hier einfach mal den Antritt und den angeschnittenen Schuss. Das sieht schon mal 4 ab. Und dann verbessern wir noch die Übersicht und hier noch faire Zweikämpfe. Und ja, meine lieben Freunde, das war's dann von der 5. Folge des Volta Story Modus. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und mit einem Abo. Und ich würde sagen, schaltet auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder mit ein. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!